Jo Freunde, ganz herzlich willkommen zum neuen Video. Heutiges Thema ist wieder diese wunderschöne Pille hier, Acne-Normin oder Isotretinoin, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Folgendes, ich habe in den letzten Monaten und Wochen immer noch extrem häufig die Frage bekommen, hey Samuel, folgendes, ich habe da und da gelesen, dass nach dem Absetzen von Acne-Normin die Pickel wieder zurückkommen. Und ja, es ist korrekt, dass bei manchen Leuten die Pickel wieder zurückkommen, nachdem sie Acne-Normin abgesetzt haben. Bei mir ist es allerdings nicht der Fall. Bei mir werden die Pickel nicht zurückkommen, wie sie vorher waren und auch nicht annähernd so viel. Ich bin auf dem Punkt aktuell, wo ich nahezu keine Pickel mehr habe. Wenn überhaupt, wie jeder andere Mensch, nachdem ich mal feiern war oder was gegessen habe, was ungesund war, Fastfood oder so, dass ich ganz normal 2-3 Pickel bekommen habe, damit kann man sehr gut leben. Das Problem ist, bei den Menschen, die Akne haben, so wie ich, da läuft einiges schief im Körper. Also nicht nur was den Magen angeht, sondern auch was die Ernährung angeht und was die ganzen anderen Umstände angeht, die ihr eurem Körper zumutet. Und wenn ihr natürlich mit Acne-Normin aufhört, aber eure Lebensumstände immer noch genauso schlimm sind, wie als ihr Akne bekommen habt, dann werden natürlich eure Pickel wiederkommen. Aber ihr könnt diese Umstände ja einfach ändern. Es gibt so viele Gründe, warum Menschen Pickel bekommen. Bei mir war es größtenteils Ernährung, Schlaf und Stress. Ernährung, Schlaf und Stress waren die größten Faktoren, die bei mir meine Akne verursacht haben. Und du musst für dich herausfinden, warum du Akne bekommst oder bekommen hast und musst eben diese Umstände, die damals waren, jetzt wo du das gerade hier nimmst und absetzen möchtest, musst du eben aus deinem Leben nahezu entfernen. Ich habe früher Akne bekommen, weil ich Alkohol getrunken habe zum Beispiel oder geraucht habe zum Beispiel oder mich extrem schlecht ernährt habe oder extrem wenig geschlafen habe. Und diese Umstände kann ich ja einfach so gut es geht reduzieren und habe so eine Unwahrscheinlichkeit, wieder Pickel zu bekommen. Ich bin mir zu 1.000.000% sicher, dass ich keine Akne mehr bekommen werde. Natürlich habe ich letztens auch ein paar Pickel auf der Nase oder in der Stirn, aber das war eben so wie jeder andere in meinem Alter eben auch, nachdem man sich eben gehen lassen hat, was die Ernährung angeht oder was den Schlaf angeht oder was andere Umstände angeht. Denn eins müsst ihr wissen, jeder Mensch, der Akne hat, ist aktuell krank. Akne ist eine Krankheit. Bei mir war meine Leber komplett beschissen, meine Leber war komplett im Arsch und deswegen habe ich extrem Akne bekommen, auch mit, weil ich eben so viel Stresshormone im Körper habe, weil meine Leber so extrem arbeiten musste, um überhaupt den Alltag zu bewältigen. Und ich würde Akne generell so sehen wie eine Grippe. Wenn du eine Grippe hast, was machst du dann? Du ruhst dich aus, trinkst den ganzen Tag Suppe und schaust Fernsehen. Natürlich, wenn du Akne hast, kannst du nicht einfach dein Leben daran anpassen und gar nichts mehr machen. Das würde ich auch nicht empfehlen. Aber wenn du gerade noch Akne hast, probier mehr zu schlafen. Probier dich gesünder zu ernähren. Probier nicht so lange draußen zu bleiben. Probier auf Alkohol zu verzichten. Probier auf das Rauchen zu verzichten. Und diese 5 Gründe werden zu 90% deine Akne heilen. Natürlich, wenn du noch andere Gründe hast, zum Beispiel Organe bei dir beschädigt sind oder dein Körper nicht mehr die ganzen Schadstoffe, die reinkommen, nicht mehr gut abbauen kann, dann bekommst du schneller Akne als andere Menschen. Bei mir zum Beispiel, ich bin ein sehr empfindlicher Mensch. Ich reagiere sehr schnell auf Schadstoffe wie Rauch, Zucker, Abgase, alles drum und dran und bekomme sofort zu spüren, dass es mir schlechter geht und ganz schnell direkt mit meiner Akne zu spüren. Und du musst eben daran arbeiten, für dich herauszufinden, warum du Akne bekommen hast und diese Umstände reduzieren. Und dann kann ich dir auch zu 1.000.000% sagen, wirst du, nachdem du Acne-Normin absetzt, keine Akne mehr bekommen. Denn es gibt einen Grund dafür, warum du Akne bekommen hast in Vergangenheit. Acne-Normin ist ein Booster. Ihr könnt es so sehen. Ihr könnt quasi euch genauso beschissen ernähren wie vorher. Ihr könnt Acne-Normin nehmen und eure Akne wird trotzdem weggehen. Aber sobald eben der Booster hier aus dem System wieder raus ist und ihr den Booster hier absetzt, kommen die Pickel natürlich genauso wieder wie vorher. Das hat nichts damit zu tun, wie lange ihr Acne-Normin nehmt, wie kurz ihr Acne-Normin nehmt. Das hat damit zu tun, wie eure Lebensumstände zu eurer Acne-Komfort stehen. Und das wollte ich euch einfach mitteilen, dass eben es wirklich möglich ist. Bei mir war es eben extrem schlimm. Meine Akne war wirklich
unertragbar. Also ich habe mich komplett aus dem Alltag distanziert eine Zeit lang. Und dann war es wirklich bei mir meine letzte Möglichkeit. Ich habe wirklich ein Jahr lang probiert, über die Ernährung meine Akne hinzubekommen. Aber ich wusste nicht genau, wie ich mich richtig ernähre. Und habe deshalb im rückblickend extrem versaut. Ich habe immer noch sehr viel tierisches Eiweiß gegessen. Was ich jetzt gemacht habe, um euch mal einen kurzen Tipp zu geben. Ich habe seit 1.1.2019, also seit 6 Monaten ungefähr, esse ich keine tierischen Produkte mehr außer Fisch. Fisch ist das Einzige, was ich esse. Ich esse kein Fleisch mehr, ich esse keine Eier mehr, ich esse kein Fleisch mehr. Und das hat mir eben auch geholfen. Also probiert für euch aus, welche Ernährungsform, welche Lebensform eure Akne besser machen. Und ihr werdet, nachdem ihr dieses Medikament absetzt, nie wieder mit Akne zu tun haben. Ich hoffe, ich konnte euch irgendeinen sinnvollen Tipp hier mitgeben, Freunde. Ich bin auch einfach nur ein normaler Typ, der probiert, sein Leben auf die Reihe zu bekommen, und hoffe, das schafft ihr da draußen auch. Und eine wichtige Sache, lasst euch bitte nicht euren Tag, euer Leben von eurer Akne bestimmen. Denn generell, sich auf Äußerlichkeiten zu reduzieren, ist eine schlimmste Form von einer psychischen Störung, die ich sehr oft erleidet habe und hoffentlich nie wieder erleiden musste, Freunde. Habt ein schönes Jahr, Freunde. Ciao, ciao. Samuel Lift ist out of lifting.